It's your boy Skinny P. Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Knife-Geschenk von Skin Baron. Skins kaufen und verkaufen, ihr kennt die Seite ja mittlerweile wahrscheinlich. Falls nicht, Link in der Beschreibung. Bei Skin Baron könnt ihr eure Skins verkaufen und verkaufen, ihr kennt das ja, ne? Und dann eben auch für echtes Geld. Nicht für Steam-Guthaben, sondern für Geld auf die Bank oder aufs Bitcoin-Konto oder sonst wohin. Die guten Baronchen hauen für uns wieder was richtig Dickes raus, und zwar ein Ursus Knife Doppler in Phase 1. FN. Ja klar, das Teil wird wieder einer von euch geschenkt bekommen. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich jetzt. Erstens, dieses Knife gibt es nur auf Twitch, in den Livestreams. Die finden dreimal die Woche feste statt. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Die Streams gehen mindestens 4 Stunden, aber vor allem der Freitagstream geht eigentlich immer viel länger, weil dann halt Samstag ist und da meistens alle frei haben, dann machen wir bis Samstagmorgens. In diesen 3 festen Streams gibt es auch jedes Mal nochmal extra Giveaways. Da gibt es dann immer 2 Skins, einen Sticker und ein Graffiti. Die sind immer am Start. Neben dieser ganzen Knife-Geschichte. Da heute Donnerstag ist und guck mal da, es ist sogar schon nach 18 Uhr, kann man gerne in den Stream kommen, sofern man denn Zeit hat. Wir zocken immer Spiele zusammen, also Counter-Strike gemeinsam. Wir zocken in letzter Zeit auch immer mal wieder Star Wars Battlefront, Trouble in Terrorist Town in hier Garry's Mod, Among Us und so weiter und so fort. Also in den Streams kann man somit mit mir eben reinzocken, wenn man das möchte. Ich werde ab und an gefragt, hey, können wir mal eine Runde Counter-Strike spielen und so weiter und so fort. Gerade dann erwischt ihr mich am ehesten, weil da bin ich halt extra dafür da. Wenn man nicht gerade mitspielt, kann man natürlich einfach den Stream genießen. Na, ich halte euch nicht auf. Was aber bei der ganzen Sache ganz wichtig ist, ist, dass ihr für die Giveaways die Bubble Dollar braucht. Das ist unsere Streamwährung, die erhaltet ihr komplett kostenlos, wenn ihr den Stream schaut. Also Stream anmachen, schon sammelt man die Bubble Dollar. Mit Ausrufezeichen Cash kann man gucken, wie viel man hat. Und damit macht man eben bei den Giveaways mit, damit kann man auch im Stream auf unsere Spiele wetten. Man kann auch gemeinsam die Kuschelbank stürmen, um noch mehr Bubble Dollar abzuräumen. Und ja, kann man noch was machen? Ich glaube nicht, ja, das war's, genau. Also, kommen wir nun aber zum Knife. Dieses Knife gibt es, wie gesagt, nur in den Streams. Es ist 360 Dollar, glaube ich, wert und ist in FN. Eckdaten zum Knife sind somit raus und die ganze Sache läuft wie folgt ab. Wir haben ein Sub-Ziel, das ist durchgehend im Stream eingeblendet. Kommt bitte nicht rein und fragt, wo wir stehen. Man sieht es im Stream, wie weit wir sind. Man sieht das einfach. Jedes Mal wird es gefragt, wie viel hast du denn schon? Und das steht einfach direkt neben der Facecam. Unser Ziel sind 222 Subs und sobald die gefüllt sind, geht das Knife einfach an einen von den Subscribern raus. So als Geschenk. Ba-bam. Vielen Dank an Skin Baron für dieses edle Knife. Falls jemand von euch Skin Baron noch nicht kennt, einfach mal vorbeigucken. Ihr müsst euch ja noch nicht mal anmelden. Ihr könnt einfach mal ein bisschen rumgucken und schauen, ob euch gerade ein Angebot vielleicht so passt. Da kann man sehr oft Schnäppchen machen, vor allem wenn man mit den Steam-Preisen vergleicht. Bei Skin Baron ist halt meistens dann doch nochmal alles ein gutes Stück günstiger. Ich werde ab heute auch anfangen, Skin Baron Gutscheine zu erstellen und die ab und an in Giveaways rauszuhauen. Ist nochmal ein Ticken einfacher für mich, weil ich eben keinen Skin raussuchen muss. Ne, ihr könnt euch dann einfach selbst den Gutschein nehmen, was weiß ich, für einen Zehner zum Beispiel und euch was raussuchen. Da muss ich mir nicht hinhocken und sagen, was habe ich denn jetzt für einen Skin in dem Preisbereich und wird der jedem gefallen, weiß ich nicht. Ne? Also so ist es dann doch nochmal ein Ticken einfacher. Ich werde die Gutscheinsache noch testen und falls ich sie vor dem nächsten Video getestet bekomme, packe ich ins nächste Video einfach so ein Voucher, nennen die sich, so ein Skinbaron-Gutschein-Giveaway mit rein. Nagelt mich aber bitte nicht drauf fest, ich will wirklich gucken, dass die funktionieren. Ich will nicht jemandem dann so einen Gutschein schicken und dann sagt er, ey, es geht nicht. Und ich hock dann da im Die werde ich ertesten und wenn das alles läuft, dann haue ich die Dinge raus. Ich glaube, ich kann eh nachgucken, ob sie funktionieren, eingelöst wurden und so weiter und so fort. Also könnte auch jemanden aufdecken, der mich versucht zu verarschen. Aber natürlich will ich es erstmal selbst testen. Ne? Übrigens, das Arms Race im Hintergrund habe ich morgens um 5, halb 6 aufgenommen. Da war irgendwie gar nichts mehr los. Ich kam erst in eine Full-Bot-Lobby und danach waren alle Bots weg und dann kamen 3 Leute hinzu. Ich hatte so mit 2 Gegner und 1 Mate, ja, ich konnte nichts anderes aufnehmen. Somit sind wir dann wieder hier am Ende des Videos angelangt. Ich freue mich auf euch im heutigen Livestream und auch grundsätzlich, wie ihr halt Zeit habt. Vergesst das nicht, jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr auf Twitch. Der Link ist natürlich auch in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Haut da rein, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Likes und natürlich noch ein großes Dankeschön an meine Patreons und Kanalmitglieder. Gruß und Kuss, mein Schnucki, Bus, Sia.